Generalprobe für Benefizveranstaltung. Kinder und Jugendliche haben gestern ein letztes Mal in der Grieshaberhalle in Ehningen das Musiktheaterstück Der Zauberer von Oz geprobt. Gesungen, getanzt und erzählt wird die Geschichte der kleinen Dorothy, die es zusammen mit ihrem Hund Toto in das wundersame Oz verschlägt. Unbeabsichtigt tötet sie bei ihrer Ankunft die böse Hexe des Ostens und befreit so das Volk der Munchkins. Doch zu einer Rückkehr nach Hause kann ihr nur der große Zauberer von Oz verhelfen. Vorstellungen gibt es am heutigen Samstag um 19 Uhr und am morgigen Sonntag um 17 Uhr. Die jungen Akteure agieren dabei freiwillig und für einen guten Zweck. Die Einnahmen gehen an das Ehninger Hospiz Veronika e.V. Das Hospiz widmet sich der umfassenden Pflege, Betreuung und Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen. Es bietet die Sicherheit einer intensiven medizinischen und pflegerischen Versorgung und versucht für Sterbende, die bestmögliche Lebensqualität bis zum Tod bereitzuhalten.